So, jetzt machen wir eine Blume. Dafür müssen wir 6 Luftmaschen anschlagen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich arbeite mit meiner 3 Häkelnadel und mit der Basic Cotton. So, jetzt machen wir 4 Luftmaschen. Und wieso ich 4 Luftmaschen mache, ist so, weil wir 3 zum Steigen brauchen und eine Luftmasche zwischen die Stäbchen. Und wir brauchen insgesamt 12 Stäbchen getrennt von einer Luftmasche. So, ich habe jetzt meine 2, 3 und ich komme wieder, wenn ich alle fertig habe. So, ich habe jetzt meine 12 Stäbchen getrennt von Luftmasche gemacht. Jetzt tue ich mich hier anketten. Jetzt mache ich hier eine feste Masche, dann 2, 3 und 4 feste Maschen. Und dann mache ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Luftmaschen. Und dann komme ich hier wieder und ich gehe weiter mit festen Maschen. Und dann mache ich wieder für eine, dann 2, 3 und 4. Jetzt mache ich wieder 10 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und jetzt gehe ich wieder hier runter und dann mache ich feste Masche. Das ist die erste und zwei, drei und vier. Und jetzt mache ich wieder 10 Luftmaschen und insgesamt müssen wir so, warte kurz. 6 von dieser Bucken, von dieser 10 Luftmaschen. Ich muss schon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und ich werde jetzt die Kamera ausschalten und ich komme wieder, wenn ich alles fertig habe. Und ich hoffe, du hast verstanden und du kannst das jetzt schon selber machen. So, ich bin jetzt wieder am Anfang der Reihe gekommen. Hier habe ich meine erste feste Masche gehabt. So. Und jetzt muss ich von hier weg Stäbchen machen, Stäbchen arbeiten. Zehn Stäbchen insgesamt und dann 3 Luftmaschen und wieder 10 Stäbchen in so eine Buckle. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und 1, 2, 3 Luftmaschen und jetzt wieder 10 Stäbchen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und 10 und jetzt
mit Kettmasche in die Mitte und dann wieder Stäbchen auf die andere Seite und machst genau so wie hier 10 und dann 3 Luftmaschen und dann wieder 10. So schaut aus die erste Petale und so müssen wir 6 davon machen.